Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver. Stufe 1 haben wir somit letztes Mal abgeschlossen. Deshalb würde ich sagen, starten wir gleich mit Stufe 2 durch. Linie 13, Blaumann-Tour. Linie 13 verkehrt im Industriegebiet nördlich des Busterminals Grove Park. Dort befinden sich Fabriken, Docks und ein internationaler Hafen. Achten Sie auf die Passagiere. Verärgerte Fahrgäste steigen früher aus. Los geht's. Mal schauen, wie es diesmal läuft. Ob wir möglicherweise pünktlicher werden. Sein werden mit der Zeit. Los geht's. Wieder darauf achten, nicht zu stark zu bremsen. Ganz knapp. Forestdale. Weiter geht's. Und gleich eine rote Ampel, ganz schlecht. Unsere Zeit. Alter, diese Kurven immer. Schlimm. Die Busse fahren so schlechte Kurven, bis sie endlich mal reagieren auf die Steuerung ist. Unglaublich. Das ist also hier das schöne Industrieviertel. Vorsichtig. Gut. Cockfusters. Gut. Weiter geht's. Bisher sieht alles ganz gut aus. Wir sollten auch nicht zu spät dran sein. Ja, okay, doch. Leider sind wir doch etwas sehr zu spät daran. Naja, können wir jetzt nicht ändern. Etwa wahrscheinlich so 10 Sekunden im Fahrplan hinterher. Scheiße. Das war schon wieder zu stark. Morgan Manor. Okay. Wie stark man wirklich bremsen darf bei den verschiedenen Geschwindigkeiten, ist mir noch etwas ein Rätsel. Weil man ja auch zum Stehen kommen muss. Oder im zweiten Gang. Bremst der Bus eigentlich sehr stark ab. Tollworth. Sieben Sekunden. Okay. Cranham. Weiter geht's. Keine Zeit verschwenden.
Komm schon. Sieht gar nicht gut aus. 10 Sekunden Verspätung. Noch 2 Stationen. Und eine Vollbremsung. Okay, eine freie Fahrbahn für uns. Sieht doch schon etwas besser aus. Und hoffentlich wird dann gleich die Ampel wieder grün. Scheiße, die Ampel ist grün. Komm schon, steig ein. Weiter weg. Oh no. Schade. Wenn wir etwas schneller gewesen, hätten wir wahrscheinlich die grüne Ampel erwischt. Kann man nicht ändern. Grove Park. Da wären wir an der Endhaltestelle mit einer halben Minute Verspätung. Pünktlichkeit ist hier wirklich sehr schwer zu erreichen. Beförderte Fahrgäste 62, Bonuspünktlichkeit 70%, Bonusfahren 21, Strafe 0. 4.909 Punkte. Kann man machen, schätze ich. Linie 68. Abend im Sunshine. Die Sonnenuntergänge im Sunshine Suburb sind spektakulär, besonders im Herbst. Leider haben sie keine Zeit, den herrlichen Augenblick zu genießen. Sie waren die Linie 68 und müssen ihre Fahrgäste sicher ans Ziel bringen. Versuchen sie nicht, Fahrgäste durch Hupen zum schnelleren Einsteigen zu bewegen. Das mögen sie nicht. Kann man hier hupen? Muss ich gleich mal schauen. Ah, man kann hupen. Was gibt's sonst noch? Bildschirmfoto. Spiegel könnte man immer... Okay, nein. Was nur das? Okay. Sieht doch ganz schön aus hier. Ein Herbstabend. Mit Sonnenschein und klarem Wetter. War jetzt nicht ganz optimal, aber egal. Werden hier die Ampeln eigentlich mit einberechnet im Fahrplan oder nicht? Das war jetzt knapp. Fast eine Vollbremsung hingelegt. East Rainham. Weiter geht's. Keine Zeit verlieren. Komm schon, krieg die. Fliege, Alter. Schwede, Mann. Ein Leatherhead. Bis jetzt sieht's gut aus. Ja, okay.
2 Sekunden Verspätung. Das könnte vielleicht mal ein guter Run werden. Oder besser gesagt, eine gute Linie mit gutem Fahrplan. Wenn ich es nicht verkacke. Werden wir sehen. Wahrscheinlich mache ich bestimmt gleich einen Fehler, weil ich pünktlich sein möchte. Wie zum Beispiel eine Vollbremsung oder eine Lampe umfahren. Ja gut, Vollbremsung, 100 Punkte minus. Das ist so schwer hier. Keine Vollbremsung hinzulegen. Man kommt hier immer so schnell an, aber im zweiten Gang macht er plötzlich einen riesigen Hopser und bremst einfach richtig schnell ab. Okay, sieht gut aus. Könnte vielleicht 90% Pünktlichkeit sein, wenn es so weitergeht. Wir haben noch 2 Haltestellen vor uns. Ich sehe nicht, was vor mir passiert, Leute. Wow. Diese Vollbremsung war jetzt richtig unnötig. Aber ich habe nicht gesehen, was vor mir passiert. Vielleicht hätte ich einen Unfall gebaut und das wäre noch schlimm gewesen. Go, 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 go. Zum Glück muss man hier keine Tickets lösen. Fahrplanabweichung. Hä? Was? Wir fahren ja richtig. Was ist jetzt genau das Problem gewesen? Habe ich zu früh die Türen geschlossen? Oder was war das jetzt genau? Wenn die Ampel rot ist, muss ich da aufpassen. Glück gehabt. Die Ampel hätte ich safe überfahren. Ja, come on. Man kann hier auch nicht richtig gut steuern. Komm schon, die müssen wir noch schaffen, die Ampel. Was? Falsche Richtung. Fuck you. Come on. Ich habe alles richtig gemacht. Ja! Wenn der Bus nicht einlenken kann, kann ich hier nichts dafür. Wow. Und ich sag noch am Anfang, das wird ein guter Run. Beförderte Fahrgäste, 47 Pünktlichkeit, 100%, Alter! Bonusfahren, 23 Strafen, fahren 6. Wenigstens nur 470 Punkte Abzug. Gut. Habe ich jetzt mal nicht gesehen. Linie 71 South Shuttle. Linie 71 verbindet den Airport und Terminal South. Ein großes Busterminal unweit des Supersports Stadium am Rand der Old Town. Schnelle Spurwechsel im Tunnel sind rücksichtslos und gefährlich. Bleiben Sie in Ihrer Spur. Let's go! Okay. Wieder bei Schnee. Rein, Leute, kommt schon.
Los geht's. Keine Zeit verlieren. Vorsichtig fahren wegen Eis und Glätte. Hat niemand gesehen. Ist das eine Ampel oder ist eine Ampel? Okay. Muss ich etwas aufpassen? Dass ich nicht zu schnell ranfahre. Um auch nicht zu stark zu bremsen. Die sollte eigentlich noch grün sein. Nimm die Kurve! Boah, wie schrecklich. Safe Bluff. Okay. Zum Glück hat man es hier im Winter nicht so schwierig mit den Spurwechseln. Also mit den Strafen für die Spurwechselung ohne Blinker. Da man die Spuren nicht ganz so richtig sieht. Wenigstens ist das etwas gnädig. Was statt des Spurwechsel im Tunnel sind nicht gerade gut, hieß es. Das heißt also, wir müssen jetzt hier hinten hinter der Schlange herfahren. Na toll. Schön. Pünktlichkeit ist am Arsch, würde ich sagen. Ja, okay, ging noch. Ging gerade noch so. Kann man machen. Weiter geht's. 1:50. Jetzt kommt gleich ein großes Autobahnkreuz. Ich glaube, wir müssen rechts fahren. Genau. Sieht gut aus bis jetzt. Die Steuerung ist echt für den Arsch. Soll man da auch anders erwarten bei so einem alten Spiel? Rechts rum. Brems, brems, brems. Glück gehabt.
20 Sekunden. Ja, Bordstein können wir mitnehmen. Passiert nichts. Gut. Sagt niemand was. Okay, 10 Sekunden Verspätung. Supersport North. Und das ist dann wohl hier das Stadium. Auf der rechten Seite. Sieht imposant aus. Aber ansonsten so die Städte, naja. Aber man darf ja nicht zu viel erwarten. Natürlich wird die Ampel rot. Okay. Gerade noch so geschafft. Jetzt nimm bitte die Kurve. Danke. Guter Blinkereinsatz. Was ist ein schlechter Blinkereinsatz? Wenn man den falschen Blinker setzt, möglicherweise. Okay, 20 Sekunden zu spät. Brems! Fuck. Sieht niemand. Hört niemand. Alles gut. Endstation Terminal South. Gut. Etwas von der Straße abgekommen. Macht auch nichts. Da müssen wir gleich links abbiegen über die Straße, wie es aussieht. Jo, sieht richtig aus. Nimm die scheiß Kurve. Nein. Oh, fuck you. Kurven nehmen, nicht so sein Spezialgebiet. Na gut, damit gebe ich mich zufrieden. Beförderte Fahrgäste 45, Bonuspünktlichkeit 23%. Gar nicht gut. Bonusfahren 26, Strafe für Fahren 2. Ist jetzt nicht der Weltuntergang, aber gut. Somit haben wir schon die ersten drei Linien wieder geschafft für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Bus Driver. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.